Hallo, schönen Tag. Ich spreche mit Herrn Gerold. Der Nachname? Lümmeltütchen. Das ist ein ganz schwieriges Nachname. Ja, aber das ist mein Nachname. Das heißt ja nicht Herr Gerold. Ja. Oh. Warum Sie mögen nicht, dass jemand Herr Gerold? Was ist das Problem, Herr Gerold? Ja, so spricht man in Deutschland die Leute nicht an. Man spricht die Leute mit dem Nachnamen an. fun.de ja, genau, dann ist es die richtige, ja, da kann ich gucken. Aktualisieren Sie bitte Ihre Mail und nochmal sehen. Ich kann gerne das von meiner Seite aktivieren, Herr Lümmeltüten. Blöd, eure eigene Webseite zu öffnen, dazu seid ihr zu dämlich, nicht mal das schafft ihr. Ich frage mich wirklich, wer euch von die Straße abgekratzt hat und in dieses Callcenter getackert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine ganz tolle Lady mitgebracht, die, tja, technisch selber nicht so ganz auf der Höhe ist. Ja, und im Erklären ist sie auch nicht so gut. Aber helfen möchte sie mir. Tja, wahrscheinlich nur, um, ja, mein Geld loszuwerden. Das verrät sie mir aber nicht. Aber ganz am Ende, naja, da wird es mal wieder Zeit für eine kleine Explosion. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Anruf. Hallo, schönen Tag, ich spreche mit Herrn Gerold. Der Nachname? Lümmeltütchen, das ist ein ganz schwieriges Nachname. Ja, aber das ist mein Nachname, das heißt ja nicht Herr Gerold. Ja. Oh. Warum Sie mögen nicht, dass jemand Herr Gerold? Was ist das Problem, Herr Gerold? Ja, so spricht man in Deutschland die Leute nicht an. Man spricht die Leute mit dem Nachnamen an. Mein Gott, okay, alles ist klar. Jo. Herr. Ich bin Ihre Kontobereiterin. Nee, nicht Herr. Herr Lümmeltütchen. Nicht Herr. Lümmeltütchen. Ja. Herr Lümmeltütchen. Genau. Unfassbar toll, dass die nette Dame am anderen Ende des Telefons das Ganze scheinbar lustig findet, wie ich ja heiße und wie ich gerne angesprochen werden möchte. Aber mit den deutschen Gepflogenheiten kennt sie sich scheinbar nicht aus. Ist ja logisch. Also ich finde es persönlich schon eine Beleidigung. Ich meine, klar, also man ist es so von der Straße definitiv nicht gewohnt. Wenn ihr irgendwo in ein Geschäft geht und werdet dort beraten und die wissen euren Namen, warum auch immer, gibt ja Geschäfte, wo man seine Daten auch angeben muss, keine Ahnung, beim Brillenkauf oder so, dann wird man ja auch mit dem Namen angesprochen und durchs Geschäft geleitet, sozusagen. Und da kommen die Mitarbeiter nicht und sagen, Herr, Herr, Herr und Herr Gerold. Das sagt hier in Deutschland einfach keiner. Und wenn mich jemand mit Herr Gerold ansprechen würde oder die ganze Zeit nur mit Herr, also ich würde mir verarscht vorkommen und wäre beleidigt. Also ganz im Ernst, weil wo ist jetzt das Problem, Nachnamen vernünftig, zu sagen. Ich meine, gut, wenn man nicht aussprechen kann, gibt's ja auch alles. Ist ja dann auch nicht so schlimm, wenn man den Nachnamen nicht aussprechen kann. Ja, aber dann lässt man ja die Anrede einfach ganz weg, wenn man es nicht gebacken bekommt, wenn man den Namen nicht aussprechen kann. Ich hatte euch ja mal in einem Infovideo erzählt, dass ich selbst in einem mehr oder weniger Betrüger-Callcenter gearbeitet habe. Übrigens, kleiner Hinweis, in diesem mehr oder weniger Betrüger-Callcenter, wo ich mal gearbeitet habe, genau dieses Callcenter existiert tatsächlich heute noch. Und dieses Callcenter wurde tatsächlich auch schon von dem YouTuber Telefonziege veräppelt. Ja, da gibt's ganz tolle Prämien. Naja, auf jeden Fall, ganz so viel will ich euch ja nicht verraten, aber ich habe ja auch schon am Telefon gesessen und habe die Leute, aber wenn ich den Namen nicht aussprechen konnte, das ist ja ganz normal, dass man nicht alle Namen aussprechen kann, wenn man da irgendwelche kryptischen Sachen drin hat, gerade so russische Namen oder wenn es denn wirklich in die asiatische Richtung geht, das kann ja wirklich kein Mensch mehr aussprechen hier bei uns. Ja, dann entschuldigt man sich dafür, dass man den Nachnamen nicht aussprechen kann und begründet das auch, dass man es dann lieber lässt. Das ist doch viel höflicher, als die Leute irgendwie permanent am Telefon zu beleidigen. Ich bin Ihre Kontoberaterin von Coins Banking Finanzmarkt. Ich sehe, dass Sie haben angemeldet unsere Plattform. Ja. Deshalb ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihre Konto zusammen aktivieren. Also, können Sie mir sagen, wie viel Sie wollen anfangen, Ihre Handel? Wie bitte? Wie viel Sie wollen anfangen, Ihre Handel für Bitcoin? Keine Ahnung, wie viel soll man denn? Also, ich kann Ihnen so helfen. Sie können anfangen mit 500 Euro. Ich kann geben Ihnen 200 Euro als Probezeitgeld. Also, und Sie können nehmen 2 Wochen Probezeit.
ausprobieren, unsere Plattform, und dann sehen, wie das funktioniert. Also okay? Mit einem Demokonto denn, oder wie? Nein, keine Demokonto. Ja. Das ist Finanzmarkt. Sie wollen Geld investieren für Bitcoin. Ja, aber wenn Sie sagen, erstmal ausprobieren, dann ist doch ein Demokonto beim Ausprobieren, oder nicht? Ja, und genau so ist es eben auch. Wenn man erstmal was ausprobiert, dann geht man ja da noch nicht mit richtiger Kohle ran. Oder probiert ihr etwa mit Geld irgendwas mal aus? Also das kann man höchstens bei Teddy für 1,99 mal mit irgendeinem Produkt machen, um dann das den Schrott hinterher wegzuschmeißen, dann scheiß drauf. Aber wenn man hier über eine Investition spricht, ich meine, selbst wenn es nur 250 Euro sind, in Anführungsstrichen nur, 250 Euro können sehr, sehr viel Geld für manch einen oder für manch jemanden sein. Ja, aber gerne wollen sie ja auch mal 500 oder 1000 oder wenn es geht, gleich noch ein bisschen mehr. Da probiert man nicht einfach mal so eben was aus. Und vor allem probiert man nicht aus, ob man es dann wieder auszahlen kann. Weil erstmal wollt ihr ja damit Geld verdienen. Das heißt, so schnell kommt man da auch gar nicht auf die Idee, Geld auszuzahlen. Höchstens, wenn man dann Profite hat. Naja, aber die wird es halt nicht geben. Und naja, das mit dem Demokonto, das ist klar. Man kriegt ja eigentlich nichts anderes als ein Demokonto. Denn das Geld, das stecken die sich ein und dann eröffnen die euch ein Demokonto und spielen eben vor, dass man da Gewinne macht. Um dann vielleicht nochmal anzurufen und nochmal jemanden abzuzocken. Das Problem ist, man kann ja hier auch gerne mal was ausprobieren. Aber man erreicht die ja nicht. Nicht über die Telefonnummer auf der Webseite, die ist einfach schlichtweg falsch. Zurückrufen geht nicht. Die Rufnummern sind komplett erfunden und ausgedacht und gespooft. Das heißt, die rufen mit einer anderen Rufnummer an, als die tatsächliche Leitung eigentlich hätte. Die wird überschrieben, die Anzeige, die im Display steht. Ja, und wie wollt ihr die denn erreichen? Also so viel zum Thema ausprobieren. Man kann ja nichts ausprobieren, beziehungsweise ja, ihr habt dann was gelernt, ja. Aber ausprobiert, naja, würde ich so nicht nennen, weil ausprobieren heißt, wenn ich kann mich nochmal umentscheiden. Also es ist kompletter Blödsinn. Wahrscheinlich soll die Masche hier irgendwie auf 14 Tage Geld-Zurück-Garantie oder sowas oder 14 Tage Widerrufsrecht so in die Richtung gehen, dass viele denken, oh ja, na wenn es erstmal nur ausprobieren ist, kann man das Ganze ja mal machen. Ja, aber wenn er das macht, dann ist die Kohle halt weg, ne? Und das verraten die hier auf keinen Fall. In manchen Fällen glaube ich sogar, dass es die Mitarbeiter nicht mal wissen, dass es tatsächlich so ist. Aber so sicher bin ich mir da auch nicht, weil letztendlich ändern die ständig ihren Namen. Und was auch sehr auffällig ist, das habt ihr auch in den Kommentaren schon geschrieben, die Mitarbeiter, die da am Telefon sitzen und sich zum Beispiel als Gabi Winter melden, die rufen dann einen anderen Tag an mit dem Namen Nadja Schmidt oder so. Aber die Stimme ist exakt die gleiche. Ich meine, man kann es ja in den Videos, kann man ja hier die Videos nebeneinander packen, die Stimme ist die gleiche. Und da will man sein Geld nicht reinstecken, weil die Kohle ist dann weg. Die ist einfach weg. Und man kann auch mir nicht erzählen, dass die Leute dann nicht wissen, dass es Betrug ist, wenn sie ständig einen neuen Namen annehmen müssen, die Mitarbeiter an der Hotline, und jedes Mal für eine andere Firma telefonieren. Also so doof kann man einfach gar nicht sein, dass man das nicht irgendwann mal bemerkt, dass das ein Betrugsunternehmen ist. Ganz am Anfang mag das vielleicht so sein, aber irgendwann wacht doch jeder Mensch mal auf, oder nicht? Nein, schauen Sie, trotzdem sollen investieren, diesem Geld, das ich kann, geben Ihnen diese Probezeit. Weil mit diesem Probezeit, ich gebe Ihnen Probegeld und plus auch Finanzisten, professionelle Finanzisten, dass sie sollen mit Ihnen arbeiten. Okay, ja. Hallo? Ja. Herr Gerold? Nee. Also, was nee? Nicht Herr Gerold. Mein Gott! Herr Lümmelchütchen, genau. Sie wollen anfangen, Ihre Hand für Bitcoin. Ja, kann man machen, ja. Also ich weiß es nicht, ob es euch auf euch auch so wirkt, aber ich finde die unfassbar unfreundlich. Ich meine letztendlich, wo ist jetzt das Problem, meinen Namen richtig zu nennen? Sich darüber auch noch aufzuregen, dass der Kunde sich darüber echauffiert, was soll denn das? Also das ist ja hier schon wirklich eigentlich beleidigend. Und solche Leute wollen euch um euer Geld berauben. Das muss man sich echt mal durch den Kopf gehen lassen. Okay, wie viel? Weiß ich nicht. Kann man nicht erstmal 20 Euro oder so? 20 Euro, das ist ganz wenig. Minimum ist 52 Euro. Machen wir das oder nicht? Ach so, warum denn so viel? So viel? Na, war jetzt nur eine Frage. Warum denn?
Ich glaube, Sie haben diesen kleidiges 250 Euro her Jümmeltütchen. Ja, na, warum muss man denn so viel? Kann man da nicht erstmal mit weniger? Nein, ich habe schon gesagt, Minimum ist 250. Ja, okay. Dann machen wir das. Okay. Okay, schönen Tag. Tschüss. Wieso jetzt? Ich dachte, wir können jetzt handeln. Was? Na, wieso schönen Tag? Ich hab doch gesagt, 250 Euro können wir dann machen, wenn es nicht anders geht. Okay, dann machen wir. Ja. Welcher Tag? Okay, ich öffne Ihre Mail. Meine E-Mail? Ja, Ihre E-Mail ist aber komisches E-Mail, steht hier. Wieso? g-vo-r.steiner. Das ist Ihre E-Mail? Ja, das klingt erstmal richtig, ja, und weiter? Also das ist schon unfassbar, ne? Also irgendwie scheint die mich ja auch wieder überhaupt nicht zu verstehen. Ich erzähle ihr, ja, meinetwegen, dann müssen wir halt die 250 Euro machen, wenn es nicht anders geht. Und die sagt, ja, dann tschüss. Hä? Also irgendwie versauen die sich sogar komplett ihre eigenen Geschäfte einfach wegen der Sprachbarriere, weil die zu doof sind, vernünftig Deutsch zu sprechen. Das ist halt einfach das Problem, wenn man so einen Betrüger-Callcenter aufbaut, dann lässt man sich ja schließlich auch was durch die Lappen gehen, obwohl der Kunde eigentlich was einzahlen wollte. Das ist mir in letzter Zeit tatsächlich auch ziemlich oft aufgefallen, dass die Betrüger, wenn man sich mit einem Namen angemeldet hat und der Name läuft eine Weile, dann melde ich mich wieder mit neuen Namen an, damit die mich nochmal anrufen. Und irgendwann werden die alten Namen bei denen wieder vorgekramt und dann rufen andere Callcenter an. Wahrscheinlich die gleichen, aber die haben ja noch die Datensätze und dann kann man das Ganze ja nochmal probieren mit einer etwas abgewandelten Masche. Und da sitzen teilweise solche Vollpfosten dran, die dann einem erzählen, man müsse den Computer öffnen. Und wenn man dann fragt, ja, wie öffnen, dann verliere ich doch meine Gewährleistung auf das Gerät, wenn ich das jetzt öffne. Warum sollte ich das jetzt öffnen? Wegen Bankgeschäfte, verstehe ich gar nicht. Ja, dann verstehen die auch nicht mehr, was man sagt. Und das ist eben dieses Seltsame an der Geschichte. Die setzen wirklich absolute Dullis dahin ans Telefon, die gar kein Deutsch können, nur ihr Skript ablesen und sobald man 3 Meter abweicht, war's das denn schon. Ich meine, klar, man lernt ja immer dazu und kann dann auch zwei, drei Worte mal wechseln. Das funktioniert auch bei diesen Kakerlaken hier. Das Problem ist ganz einfach nur, dass, ja, wenn man es dann trotzdem nicht fließen kann, die Sprache, über die man hier eigentlich gerade telefoniert, dann kann man keine Geschäfte machen. Und deswegen wundert mich das eigentlich wirklich absolut, dass diese Callcenter so erfolgreich sind und so hohe Umsätze erzielen, teilweise ja auch in die Tausenden. Man hört es ja auch im Fernsehen, gibt ja auch Berichte darüber, aber das, also man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie solche Menschen da am Telefon so viel Umsatz generieren. Also irgendwas muss doch dann in unserer Gesellschaft völlig schief laufen, dass so viele Leute auf sowas darauf reinfallen. Das hat doch nichts mehr mit Intelligenz hier am Telefon zu tun und mit einem vernünftigen Kundenservice und einem Kundengeschäftsgespräch. Schon überhaupt gar nicht mehr. Okay, dann ich schicke jetzt unsere Website Link. Öffnen Sie? Ja, was steht denn hinter dem Ad-Zeichen? Was? Ja, in der E-Mail. Sie haben ja jetzt nicht die ganze E-Mail vorgelesen. fun.de, ja genau. Dann ist es die richtige, ja. Da kann ich gucken. Okay. Ist jetzt schon geschickt, die E-Mail, oder? Hallo? Hallo? Okay. Aha, jetzt ist in Ihrer Mail. Ich habe schon das geschickt. Ach so, jetzt haben Sie geschickt die Nachricht. Ja? Ich heiße Sia Fischer. Hä? Öffnen Ihre Mail jetzt. Aha, okay, ja, dann gehe ich mal gucken. Also Sie haben jetzt die Nachricht verschickt, ja? Ja. Okay. Öffnen Ihre E-Mail. Dann gucke ich da mal rein. So, von wem wurde denn die Nachricht verschickt? Hallo? Ja, hallo, haben Sie? Ja, von wem wurde denn die Nachricht verschickt? Ich habe hier so viel. Sia Fischer, sollen Sie einen Link von Sia... Hä, was? Hallo? Ich höre Sie nicht. Ja? Ja, von wem ist denn die E-Mail gekommen? Wer hat mir denn eine E-Mail geschickt? Ich habe E-Mail geschickt. Ja, und wie heißt der Name? Sia Fischer, mein Name heißt. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Frau Fischer. Ach, Fischer. Ja, dann sagen Sie das doch. Ja, dann gucke ich mal nach einer Frau Fischer in meinen E-Mails. So. Ich lädt erstmal alles runter.
Nee, ist jetzt noch nichts gekommen. Aktualisieren Sie bitte Ihre Mail und nochmal sehen. Ja, warten Sie, ich mach mal nochmal auf Aktualisieren. Vielleicht lädt da noch was runter. Ich kriege hier nur ganz viele E-Mails gerade. Höhle der Löwen macht Schweizer mit Öl reich. Kriege ich jetzt hier ganz viel. Oh, da kommen aber viele. Hallo? Ja, haben Sie? Ja, ich gucke noch. Hier ist so viel. Hier kommt die ganze Zeit kommt ganz viel hier von Höhle der Löwen. Da kommen gerade die ganzen... Checken Sie Ihre Spam. Checken Sie Ihre Spam. Spam? Ja, Spam. Sie meinen den Spam-Ordner? Ja. Ja, guck ich mal. So, was haben wir denn hier? Nee, ist auch noch nichts da. Okay, welche Karte Sie benutzen? Was? Welche Karte Sie benutzen? Welche Methode Sie wollen machen, Ihre Handel? Die Frage verstehe ich nicht. Wie meinen Sie das, was ich machen will? Das ist eine normale Frage. Sie wollen Geld investieren, also die Plattform funktioniert mit Visa und Mastercard. So, das haben Sie ja nicht gesagt. Oder Sie haben PayPal. Welche Karte Sie benutzen? Das ist Master oder Visa? Dann nehme ich dann die Visa-Karte. Aha, okay. Dann sagen mir bitte diese Nummer und ich aktiviere das von meiner Seite. Ach so, also brauche ich jetzt gar nicht auf die Seite gehen dazu. Was? Ich sage, dann brauche ich auf die Seite gar nicht gehen dazu. Das geht dann automatisch. Sie wollen Ihre Seite aktivieren? Nee, na, die Frage war jetzt, geht das dann automatisch, wenn Sie das machen oder wie jetzt? Sie erklären ja nichts, Sie sagen ja immer nur irgendwas. Ja, und genau das ist auch irgendwie das Problem. Sie labert die ganze Zeit nur irgendeinen Blödsinn, der wirklich auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und wenn man dann irgendeine Rückfrage hat, was sie eigentlich wollte, dann wird sie gnatzig und gibt wieder keine Antwort. Und schmeißt einfach irgendwas in den Raum und der Kunde soll sich dann da selber was rausfummeln, was da jetzt eigentlich mit gemeint ist. Also so kann man doch nicht ernsthaft irgendwie ein Verkaufsgespräch führen. Ich meine, letztendlich wollen sie ja Kohle von einem. Auch wenn das jetzt hier ein Betrügergold hinter ist. Aber so doof kann man doch eigentlich überhaupt gar nicht sein, dass man, das weiß ich nicht. Die wollen ja was von einem. Ist man dann nicht normalerweise nett am Telefon, wenn ihr jetzt von irgendjemandem, ihr wollt was verkaufen und scheiß drauf, ihr wollt jemanden betrügen, machen wir mal so. Und wollt jemanden jetzt richtig schön ausnehmen und von dem die Kohle haben. Dann ist man doch nett, oder nicht? Also man versucht es doch auf einer emotionalen Ebene irgendwie den Kunden oder das Opfer zu greifen, um den dann ausnehmen zu können. Das fehlt hier irgendwie komplett. Die rufen einfach nur wirklich gnadenlos, komplett stumpf bei euch an, beleidigen euch teilweise am Telefon, erzählen lauter wirres Zeug und ihr müsst sofort wissen, was die eigentlich ganz genau von euch wollen. Ich meine, letztendlich, ihr müsst euch immer vorstellen, die rufen hier Ahnungslose an. Also Menschen, die gar nicht wissen, wie einem geschieht. Teilweise selbst angemeldet auf solchen Seiten, teilweise, weil irgendwo ein Datenleck und die Daten aufgekauft und dann ruft man einfach irgendjemanden an und behauptet trotzdem, dass man da sich angemeldet hätte. Das passiert tatsächlich so auf meinem Privattelefon hin und wieder mal. Nicht ganz so oft, aber ich war tatsächlich von diesem Facebook-Datenleck betroffen und seitdem habe ich auch so eine netten Anrufe. Und das Problem ist, dass die rufen einen an und überfordern eigentlich einen gleich mit der Situation. Selbst wenn ich jetzt mal ganz unbedarft da mal zuhöre und ja eigentlich ein unwissender Kunde bin, der überhaupt gar nicht weiß, worum es geht. Ja, der wird gleich angepöbelt und beleidigt, nur weil er nicht versteht, was der jetzt eigentlich von einem will. Das, ich meine, man muss doch erstmal erklären. Ich meine, wenn ihr in eine Bank geht, dann geht er da auch nicht hin und sagt, ich will jetzt eine Lebensversicherung haben, ist egal welche, mach einfach. Das ist ja komplett Blödsinn. Ich will doch genau wissen, was ich da für ein Produkt bekomme und ich möchte auch vielleicht erstmal verstehen, warum sie überhaupt anruft. Aber all das fehlt irgendwie. Die emotionale Ebene und die sachliche und verständliche Ebene, die fehlt hier komplett gnadenlos. Die ziehen einfach komplett stumpf auf Kakerlakendeutsch ihre Scheiße durch. Ja, und sind dann beleidigt, wenn der Kunde nicht so ganz mitspielt, wie sie sich das dachten. Ja, aber wenn man es nicht mit richtigen Worten macht, dann kann man auch nicht wissen, was der da jetzt eigentlich so richtig von einem will auf der anderen Seite. Ja, und dass so ein Geschäft denn nichts wird, also ist ja nicht mal meine Schuld. Ich meine, wir kommen ja hier in diesem Gespräch tatsächlich nicht mal so wirklich zur Einzahlung, weil die einfach nicht zuhört. Die hört einfach nicht zu und vielleicht kann sie es nicht. Ja, kann alles sein. Dann ist sie vielleicht auch menschlich nicht blöd, aber das kann alles sein. Ich meine, wenn ich irgendeine Sprache nicht kann, dann kann ich sie halt nicht so gut. Ja, aber dann setze ich mich nicht ans Telefon und versuche dann in der Sprache, die ich gar nicht beherrsche, irgendwie einen Kundenservice durchzubrechen. Das geht doch gar nicht. Also,
Unverständlich für mich, ich denke für euch auch. Aber das ist irgendwie auch die Frage, worum sich das ganze Thema hier dreht, wie solche Leute eben Landsmänner von uns abzocken können. Und das ist halt schon irgendwie besonders hart. Nein, schauen Sie, ich habe geschickt unsere Links, dass Sie öffnen und aktivieren, dass Sie von Ihrer Seite. Aber, wann Sie können hier diesen Link finden? Ich kann gerne, dass Sie von meiner Seite aktivieren, Herr Lümmeltüten. Ja. Ja, dann machen wir das so. Okay, haben Sie WhatsApp? Nee. Aha. Dann, Sie öffnen Ihre Mail. Die E-Mail, ja. Habe ich ja auf hier, bin ich ja drin. Checken, Spam, Junkmail, Inbox. Ich weiß, dass Sie haben noch nicht geöffnet Ihre Mail. Doch. Habe ich ja, ich habe hier schon E-Mails vorgelesen. Hier sind ja ganz viele Nachrichten gekommen hier. Ja, ich weiß nicht, das ist ja sicher. Hier mit Höhle der Löwen und Bild, hier untersucht die Wahrheit über das geheime System, sowas kommt hier gerade die ganze Zeit. Okay. Ja. Also Werbung, hier kommt nur Werbung. Werbung? Ja. Nein, Moment. Okay. Wie gesagt, Sie haben kein WhatsApp, oder? Nee. Oh, schade. Sowas benutze ich nicht. Ja, Frau Fischer, was machen wir nun? Oh, öffnen Ihre Google, ich buchstabiere. Ich soll Google öffnen? Ja, ich buchstabiere unsere Plattform, Sie können öffnen das. Ja, dann mache ich mal Google auf, Moment. So, google.de. So, jetzt bin ich auf Google, ja? Mhm. Jetzt ich buchstabiere. C wie Cäsar. Ein C wie Cäsar. Ja. Ja, habe ich. O wie Otto. Ein O. Ja. I als Italy. Ein was? I als Italy. Aha, ein I, okay. Ja. N als Niederland. Ja. S als Summe. Ein S. Okay. B als Berlin. Ein B. Ja. Ja. A als Amerika. Ja. N als Niederland. Ja. K als König. Ha. I als Italy. Ja. N als Niederland. Ha. G als Germany. Ha? .com. Coinsbanking.com. Ja, jetzt habe ich hier die Ergebnisse. Auf welches soll ich denn klicken? Hier von Trustpilot oder? Was sehen Sie? Sagen mir bitte. Und na, ich sehe jetzt hier Trustpilot mit den ganzen Bewertungen und Sehen Sie Sign in Sign Up? Was? Sign in, sign up, sehen Sie, oben, ganz oben. Hier steht... Sign in, sign up, sign in, sign up. Sie können Sprache tauschen und Deutsch machen. Ja, ist ja Deutsch. Es sind ja die Suchergebnisse jetzt hier. Sie sagten ja, ich soll bei Google suchen. Wenn das ist Deutsch, dann klicken Sie anmelden. Ja, hier sehen oben... Sie anmelden? Hier oben steht anmelden, ja. Dann klicken Sie diesem Anmelden. Ja, habe ich gemacht. Jetzt bin ich eingeloggt hier auf Google. Was sehen Sie? Na, immer noch die Google-Suchergebnisse. Also Sie haben ja jetzt gesagt, was? Ich soll mich hier auf der Google-Seite anmelden. Da oben steht ja anmelden. Da habe ich mich jetzt angemeldet hier auf Google. Schauen Sie, Sie haben schon Registrierung gemacht von dieser Website. Jetzt ja, auf Google bin ich registriert, richtig. Da habe ich ja auch ein E-Mail-Postfach. Was sehen Sie jetzt? Sagen mir bitte, dass Sie verstehen. Na, immer noch die Suchergebnisse. Sie sagten, ich soll auf Google gehen und ich bin auf Google. Ja, und das ist tatsächlich immer wieder der gleiche Hammer. Die lotsen einen auf Google. Man soll denn das da eingeben, was sie einem buchstabieren und wundern sich dann, dass man nicht auf deren Webseite ist. Ja, dann hätte sie vorher vielleicht nicht sagen sollen, dass man auf Google gehen soll, sondern vielleicht einfach den Google Chrome Browser öffnen. Oder den Firefox oder den Mozilla oder den Opera oder Netscape oder meinetwegen, keine Ahnung, ist mir auch egal. Es gibt
Browser und es gibt Google. Und Google ist eine Webseite. Und wenn ich die Google-Webseite öffnen soll, dann tue ich das auch. Und natürlich steht auf einer Google-Webseite auch oben auf der rechten Seite Login. Schließlich kann man ja bei Google ein Konto haben. Ich meine, sonst würden wir uns hier nicht hören, weil YouTube ist nichts anderes als Google. Wer auf Google registriert ist, ist automatisch auf YouTube auch mehr oder weniger registriert. Man braucht eigentlich nur noch ein Knöpfchen drücken und schon ist man drin. Ja, und das verstehen die irgendwie nicht. Ich weiß es nicht, wie man so dämlich eigentlich sein kann und jedes Mal die Leute auf Google lotst und sich dann wundert, dass man nicht auf deren Webseite kommt. Tja. Und das Dumme an der Geschichte ist, wenn man deren Namen bei Google eingibt, hat man natürlich auch gleich die ganzen Bewertungen von dem tollen Unternehmen. Auch wenn es nicht als Unternehmen gelistet ist. Es gibt ja so verschiedene Sachen. Wenn ihr zum Beispiel eure Sparkasse und den Stadtnamen dahinter tippt, habt ihr ja automatisch gleich auch die Bewertung von der Filiale. Ja, und so ist es halt bei den Betrügern auch oft, wenn sie als Unternehmen bei Google gelistet sind. Ansonsten ist das halt weg, aber man hat dann so Bewertungen von Trustpilot und was es da so alles gibt. Lauter Blogs, Bewerbungen oder ja so eine Werbe-Webseiten, Erfahrungsblogs, was es da so alles gibt. Und da sieht man ja dann die negativen Einträge sofort. Also sollten die das Wort Google eigentlich aus ihrem Wortschatz löschen? Tja, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre definitiv der bessere Betrüger als die. Und ich glaube auch all ihr anderen wärt definitiv alle besser als Betrüger als die. Ich meine, ihr würdet es höchstwahrscheinlich schaffen, jemanden hier in Deutschland zu verarschen. Die schaffen es hoffentlich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt intelligentere Leute als das hier am Telefon. Und ich denke mal, die werden auch die großen Summen einräumen. Und alles andere ist nur ein billiger Abklatsch, die es irgendwie versuchen. Ich meine, letztendlich muss das Ganze ja irgendwie Geld bringen, sonst würden die da nicht sitzen und die Callcenter würden sich ja dann auch nicht rentieren. Das kostet ja auch alles. Strom, Computer, Telefonleitungen und so weiter. Ein Informatiker kostet auch eine ganze Menge Asche, auch im Ausland. Teilweise sogar teurer als hier bei uns in Deutschland. Weiß ich nicht, wie die sich halten. Keine Ahnung. Ich meine, immer wieder, es ist gut. Es ist gut, dass die so am Telefon sind. Ich denke mal, wenn da nur intelligente Menschen sitzen würden, würden noch viel, viel mehr Leute von uns beschissen werden. Und von daher ist das eigentlich schon ja ein kleines Erfolgserlebnis, dass wir da nur Dulli sitzen haben und die ganzen intelligenten Betrüger mehr oder weniger weg sind. Deutsche Callcenter, die ihre Betrugsmargen durchziehen mit deutschsprachigen Mitarbeitern, die gibt's ja nicht mehr so viel. Kann man glücklich drüber sein. Ist zwar schade für uns, ist weniger Abwechslung, aber vom Prinzip her, ich meine, sie gibt's noch. Ab und zu rufen die hier auch an und ihr werdet auch zwischendurch mal wieder was hören. Nur die sind intelligent genug, um den Braten gleich zu riechen und verabschieden sich dann höflich. Also in der Regel zumindest. Nein, ihr habt gesagt, sie sollen Coins Banking öffnen. Nein, haben sie nicht. Sie haben gesagt, ich soll Google öffnen und soll da dann suchen. Das haben sie gesagt. Aufhören. Nicht verschwenden meine Zeit, okay? Nee, sie sagen, ich soll auf Google suchen und das habe ich doch jetzt getan. Ich mach doch nur das, was Sie mir sagen. Und ich frag ja sogar nochmal nach. Und wenn Sie dann aber immer Ja sagen, dann mache ich ja auch das, was Sie sagen. Also. Oder ich aktiviere das von meiner Seite oder auflegen. Ja, dann aktivieren Sie das, wenn Sie mir das nicht erklären können. Dann müssen Sie das alleine machen. Dann machen Sie das alleine. Ich kann das nicht erklären. Nee, ja, merke ich, dass Sie das nicht schaffen. So intelligent scheinen sie nicht zu sein, aber was wollen sie mir denn erklären, wenn sie das gar nicht können? Ich meine, dann verstehe ich den Grund des Anrufs nicht, wenn sie zu blöd sind, mir was zu erklären. Nein, sie sind blöd, sie verstehen gar nicht, was ich sage. Doch, ich verstehe ganz... Mail öffnen, ja? Wie alt sind sie? Das geht sie überhaupt nichts an. Sie sind ein Scheißbetrüger und Abzocker, mehr sind sie nicht. Nein, ihr seid Betrüger und Abzocker und ihr seid zu blöd, eure eigene Webseite zu öffnen. Dazu seid ihr zu dämlich. Nicht mal das schafft ihr. Ich frage mich wirklich, wer euch von die Straße abgekratzt hat und in dieses Callcenter getackert. Also verstehe ich wirklich nicht. Es geht nicht in meine Birne rein, wie man so blöde Menschen dahinsetzen kann. Das glaubt euch doch keine Sau, was ihr da für Scheiße labert. So, willst du jetzt auch noch was sagen? Bin jetzt fertig. Ja, mach mal dein Mikrofon wieder an. Einfach nur zu blöd und zu dämlich. Leitet mich auf Google, ich soll hier Google aufmachen und dann mache ich Google auf. Ja, und dann ist er damit nicht zufrieden. Und natürlich steht bei Google oben anmelden. Ich weiß nicht, wie man so dämlich sein kann. Wirklich, es geht in meine Birne nicht rein. Hallo, Lady, Frau Fischer. Abzocker, Betrüger. Noch am Telefon? Betrüger.
Tja. So ist das halt, ne? Abzocker-Lady, die Leitung steht noch. Naja. Ja, und dann hat sie doch aufgelegt. Tja, also ich weiß nicht, was sie von mir wollte, aber die war nicht imstande dazu, mir zu erklären, wie ich da mein Geld bei ihr verliere. Ich meine, wenn man schon Menschen betrügen und abzocken möchte, dann sollte man sich schon ein kleines bisschen mehr Mühe dabei geben, denn so wird das Ganze definitiv nichts. Sie wundert sich darüber, sie meint, sie hätte mir ihre Webseite gesagt, hat sie aber nicht. Sie hat mir lediglich irgendwas buchstabiert, das ganze Wort nicht so wirklich am Stück gesagt und einen .de, .com oder .irgendwas dahinter gab es auch nicht. Sie hat mich letztendlich einfach nur auf Google weitergeleitet und wundert sich am Ende, warum ich nicht auf ihrer Webseite bin. Tja, und dann gibt es auch noch mir die Schuld, dass ich nicht verstehen würde. Ich meine, man kann hier nochmal zurückspulen, Vorteile von YouTube. Aber das, also ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht, was die von mir eigentlich genau wollte. Ich meine, klar, das, der Grund ist klar ihres Anrufs. Sie wollte mich betrügen und bescheißen und um mein Geld berauben. Mehr hatte das hier nicht an Wert. Aber unterm Strich, wie doof kann man denn eigentlich sein? Das hat doch nichts mehr irgendwie mit Intelligenz zu tun, was hier abgelaufen ist. Naja, aber wie gesagt, zum Glück. Denn so bescheißt sie definitiv weniger Leute. Und vor allem, wie die sich benommen hat letztendlich. Sie hat gemeint, dass ich zu blöd wäre, mein E-Mail-Postfach zu öffnen. Naja, wenn sie zu blöd ist, mir zu erklären, was ich machen soll und eigentlich gar nicht genau hinhört. Genauso wie ich gesagt habe, ja, dann machen sie das für mich. Dann muss ich ja nichts mehr machen. Dann soll sie das alleine machen. Und dann meinte sie, ja, dann machen sie das alleine. Hä? Also, die versteht gar nicht, was man sagt. Da fehlen, also es ist, ich habe immer das Gefühl, die verstehen nur die Hälfte, aber nicht die Wörter, die das letztendlich den Satz zu dem, ja, zum wichtigen Punkt bringen. Wenn ich sage, du sollst was tun, da versteht sie nur tun, aber nicht, dass du das machen sollst. Ich verstehe es nicht. Naja, gut, da können wir noch Ewigkeiten und Stunden weiter drüber philosophieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Hier findet ihr jetzt noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.